willkommen zu Der Bachelor, das Finale. Kandidatin Nummer 1, die Ghetto-Bitch Maren. Halt, stopp! Du setzt dich jetzt da wieder hin! Das ist ein Hackigel, den fasse ich nicht an, der ist widerlich. Du bist auch widerlich! Trotzdem möchte ich anfassen! Lieber widerlich als widerlich! Nee, echt nicht, brauch ich nicht. Fick dich! Kandidatin Nummer 2, die freizügige Tina. Oh, nö. Hallo Andreas. Hallo Jacques. Hallo Tina. Wuhu! Oh, ich würde gerne beginnen mit ein paar romantischen Bildern auf die Bottle. Ja, ich will dich jetzt hier. Und ich stelle mich jetzt hier. So, und jetzt kannst du mal ein Foto machen, Jacques. Oh, wollt ihr nicht ein bisschen enger zusammen? Das bleibt alles so, wie es hier ist. Ha, gut, dann bin ich eben nicht mehr hier. La France, Papa, nicht mehr dort. La Parme, noch nicht mehr. La Parme, das ist wieder roll. Welche? Kandidatin Nummer 3, die mysteriöse Luciana. A, der Spargel. B, Knoblauch. 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 Aschimbaru Astarion! Geht Deutsch? Und Kandidatin Nummer 4, die lustlose Ruslana. Da. Wo? Wo? Da. Wo denn? Ich muss sagen, das war doch ein wirklich sehr schöner Tag, Ruslana. Oh nein! Ruslana ist nass! Wie geil! Ich muss sie retten! Ich bin glücklich. Und hier ist sie, die Nacht der Rosen. Für wen wird sich der geile Bachelor entscheiden? Die Entscheidung ist mir sehr leicht gefallen, für wen ich mich entscheide. Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht! Deswegen sage ich herzlichen Glückwunsch, entscheide mich für dich. Möchtest du diese Rose haben? Schön. Die Mädchen tun so, als würden sie sich mögen. Guten Tag. Hi. Hi. Oh, tolles Kleid hast du da. Selber. Hast du das von mir? Ja, heute ist ja die Nacht der Rosen und entschieden habe ich mich für noch keine. Da muss ich nachher nochmal gucken. Aber ich achte ja nicht nur auf das Äußere, sondern auch auf die Optik. Und Mädels, was glaubt ihr? Für wen wird sich der geile Bachelor entscheiden? Also wenn ich es jemandem gönne, dann bist das du. Ja wirklich, du bist so schön, Maren. Und dein Charakter, der ist so wow! Also gönnen würde ich es wirklich nur dir. Ihr seid so krass korrekt, Mädels. Wow. So eine hässliche Kuh, ich hoffe, die bricht sich heute noch ein Bein. Ich meine, die ist billiger als 99 Cent Shop. Ich hasse so eine billigen Frauen. Während die Mädels sich besser kennenlernen, denkt Andreas über seine Entscheidung nach. Hey Mädels, was macht ihr eigentlich so beruflich? Ich bin Hardcore-Boxerin. Oh, krass. Ja. Und du, Tina? Also, ich bin Model. Aktmodel, wenn du weißt, was ich meine. Ja, und du, Luciana? Ja, was machst du eigentlich? Ich bin arbeitssuchend. Seit wann? 2000 Jahren. 2012. Charasta, Rita, du stumm! Andreas, der Bachelor, hat eine komplizierte mathematische Formel entwickelt, mit der er herausfinden kann, wer die richtige Frau für ihn ist. Die Entscheidung ist mir sehr leicht gefallen, für wen ich mich entscheide. Ich habe es schon ganz gut mathematisch ausgerechnet. Aus so einem krassen Ghetto-Shop bei mir in der Gegend. Liebe Damen, bitte erhebt euch. Ich bitte euch gleich, in den Garten der Entscheidung zu gehen. Ja, der Bachelor hat sich entschieden und wird jeden Moment herkommen. Hier ist jetzt die Tür von die Garten der Entscheidung und ich bin gespannt, wie die Frauen so aussehen. Ja, schönen guten Abend, die Damen. Zunächst einmal möchte ich mich bedanken, dass ihr bei dieser erbärmlichen Show mitgemacht habt. Meine Entscheidung, für wen ich mich entscheidet habe, ist gefallen und sie steht in einem versiegelten Umschlag. Dieser Umschlag bringt uns jetzt Herr Dr. Fleischhauer.
Herr Dr. Fleischhauer. Andreas. Keiner hat reingeguckt? Niemand außer mir hatte diesen Brief bisher in der Hand. Dann sage ich vielen Dank. Und hier ist es. So, ihr kleinen Schlampen, da wollen wir mal. Maren. Was geht? Dein Date war das Beste, finde ich. Wir hatten einen romantischen Augenblick, als ich dich mit einer Kirsche gefüttert habe. Das hat mich ziemlich horny gemacht. Und deswegen entscheide ich mich für dich. Vielleicht. Alles klar, ruf mich an. Tina. Woohoo! Dein Date war das Beste, finde ich. Wir haben sexuelle Bilder gemacht an einem See. Und besonders als du vor mir warst, merkte ich, wie mein Glied sich regte. Du bist es. Vielleicht. Woo. Luciana. Assalamu. Dein Date war das Beste, finde ich. Du bist ein bisschen komisch, aber das seid ihr ja irgendwie alle. Und deswegen finde ich es besonders gut, weil wir hätten uns beinahe geküsst. Deswegen sage ich herzlichen Glückwunsch. Ich entscheide mich für dich. Möchtest du diese Rose haben? Das hätte ich gesagt, wenn ich mich für dich entschieden hätte. Aber ob ich mich für dich entscheiden werde, sage ich dir später. Least but not last, Ruslana. Da. Dein Date war das Beste, finde ich. Wir hatten eine romantische Bootstour. Und auch wenn ich dich dabei aus Versehen ins Wasser geschmissen habe, warst du nicht sauer. Ob ich mich für dich entscheide? So, dann kommt jetzt meine Finalentscheidung. Ich entscheide mich für... Maren. Ja, Mann, Digga. Ich wusste es. Cool. Und Luciana. Ja, wirklich? Oh, mein Teufel! Tina, für dich auch. Ein Woo wäre jetzt zu offensichtlich, also sage ich, yeah, baby. Und Ruslana will ich auch. Ich fand alle Frauen geil, also warum soll ich mich für eine entscheiden, wenn ich auch alle vier haben kann? Digga, ich box die anderen Tussen auseinander, dann habe ich den Macker für mich. Also ich habe da überhaupt nichts gegen, ja? Ich meine, ein Kerl und drei Frauen und dann noch ich. Ich meine, hot, hot, hot! Ich bin glücklich. Halt, stopp! Das bleibt sieben! Und nicht anders! Hör jetzt auf, mich anzuschreien! Das bleibt wie es! Nein! Nein! Wie heißt du? Ich heiße Andrea. Willst du diese Rosen haben? Ich bin doch nur die Aufnahmeleiterin. Aber ich weiß nicht. Willst du diese Rosen haben? Ja!